6 seltsame Kreaturen mit der Kamera festgehalten, Teil 2. Halb Mensch, halb Katze? Nun, wenn es vor der Kamera auftaucht, scheint das wohl möglich zu sein. Was für eigenartige Kreaturen. Obwohl, ich glaube nicht, dass eine Katzenfrau eine Tierart ist. Aber okay, mehr dazu im Video. Dieses Videos werde ich einige der Kommentare würdigen, die du mir bei den vorherigen Videos hinterlassen hast. Wenn du also noch keine Kommentare abgegeben hast, worauf wartest du dann noch? Okay, los geht's! Nummer 6. Wenn wir über seltsame Kreaturen sprechen, können wir nicht beginnen, ohne diesen sehr seltenen Fall zu erwähnen. 2017 erschien ein seltsames Video in den sozialen Medien, das eine Kreatur mit rosa Haut, 4 Gliedmaßen, scharfen Krallen, schwarzem Fell und 2 scharfen Reißzähnen zeigte. Du denkst vielleicht, dass ich von einer Art Katze spreche, aber nein, denn abgesehen von all diesen physischen Merkmalen war das, was die Kreatur seltsam machte, ihr Kopf. Nun, es war ein menschlicher Kopf. Das Video wurde in der Region Pahang im Westen Malaysias aufgenommen. Und bisher ist nicht bekannt, was es ist, noch ob diese Kreatur real ist oder nicht. Der Polizeichef des Bundesstaates, Datuk Rosli Abdul Rahman, sagte, dass diese Fotos gefälscht sind. Er fügte hinzu, dass die Ermittler herausgefunden haben, dass diese Bilder bearbeitet und in soziale Netzwerke hochgeladen wurden, nur um Angst zu verbreiten. Die Menschen wurden jedoch durch diese Aussagen nicht beruhigt. Es beunruhigte sie so sehr, dass viele beschlossen, eigene Nachforschungen anzustellen. Andere Quellen behaupten, dass es sich um eine Silikonpuppe handelt, die so echt aussieht, dass sie bei jedem, der sie betrachtet, großes Erstaunen hervorruft. Aber die Erklärung, die mehr Erstaunen und zugleich Schrecken verbreitete, kam von einem Einheimischen, der sagte, dass diese Kreatur tatsächlich existiert und in einem Labor in der Nähe des Ortes, an dem sie aufgenommen wurde, versteckt ist. Nummer 5. Vor der Küste der russischen Halbinsel Kamtschatka wurde eine mysteriöse Entdeckung gemacht. Dort wurde eine seltsame Kreatur gefunden, die bisher noch nicht identifiziert werden konnte und weltweit für Schrecken sorgt. Die als haariges Seeungeheuer bezeichnete gruselige Kreatur ist 3-mal so groß wie ein durchschnittlicher Mensch, hat ein gräuliches Fell und strömt einen starken Gestank aus. Diejenigen, die sich in der Nähe des mysteriösen Wesens befanden, konnten nicht glauben, was sie da sahen. Und nun ja, würdest du es glauben? Einige Theorien besagen, dass es sich bei dieser Kreatur um einen Globster handelt. Ein Begriff, der verwendet wird, um unidentifizierte organische Massen zu bezeichnen, die an den Ufern der Ozeane auftauchen. Derjenige, der diese Theorie bestätigte, war der Biologe Sergei Kornev. Er erklärte, dass es sich um einen weiterentwickelten Wal handeln könnte. Doch so verblüffend diese Theorie auch klang, viele Menschen und Wissenschaftler waren anderer Meinung als der Biologe und behaupteten, dass es für einen Wal fast unmöglich wäre, diese Form anzunehmen. Nun, was denkst du? Ist es ein Wal oder sonst eine seltsame Kreatur, die im Ozean lebt? Nummer 4. Ein seltsames Wesen wurde bei Arbeiten am Abwassersystem, das durch die Straßen von Raleigh, North Carolina verläuft, entdeckt und löste sowohl Verwunderung als auch eine Menge Angst aus. Diese Erscheinung wurde als Kreatur mit nassem, pulsierendem Körper beschrieben. Und obwohl ich keine Ahnung habe, was das bedeutet, war es eine Entdeckung, die lokale Besorgnis und unbändige Neugierde auslöste. Die Kreatur wurde von einem Arbeiter der Firma Malthus Construction während einer seiner Arbeitsschichten gefilmt. Das Video wurde später auf YouTube hochgeladen und seit seiner Entstehung erhielten die Bilder mehr als 2 Millionen Aufrufe und das an nur einem Tag. In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung wurde das seltsame Wesen mit Kreaturen aus Filmen wie Alien verglichen. Erst Tage später untersuchten sie diese seltsame Sache und kamen zu dem Schluss, dass es sich um Tausende von winzigen Organismen handelte. Diese seltsame Wurmart, die in Abwasserkanälen vorkommt, wird als Bryozoen oder Animaculum bezeichnet. Es war der Biologe Thomas Quark von der North Carolina State University, der die Sache richtigstellte. Er erklärte, dass es sich um wirbellose Tiere handelt, die sich in Kolonien zusammenschließen und kleine Tentakel entwickeln. Die größten sind so groß wie eine Wassermelone. Okay, das klingt nicht gerade von dieser Welt. Nummer 3. Im Jahr 2015 wurde eine höchst beunruhigende Entdeckung enthüllt. Mexikos Vulkan Popocatépetl, so scheint es, erhielt nicht nur Besuch von einem Flugobjekt, sondern auch von einem Humanoiden, der ein Alien zu sein scheint.
Dieser unglaubliche, aber sichere Beweis wurde von der Fotografin Nefi De Aquino mit der Kamera festgehalten. Nachdem es in den sozialen Netzwerken hochgeladen wurde, wurde der YouTube-Account von José Luis Rueda vom Centro de Investigación Rueda Cósmica AC mit einer umfassenden Analyse beauftragt, um zu prüfen, ob es authentisch ist oder nicht. Das taten auch mehrere verwunderte Internetnutzer, die daraufhin bestätigten, dass die Bilder echt seien. Diese Nachricht ging nicht nur viral, sondern sorgte bei allen Menschen, die sie lasen, für Erstaunen. Ich weiß nicht wirklich, ob es ein Hoax ist oder nicht, aber wenn so viele Menschen von diesem Beweis dermaßen überzeugt sind, muss doch etwas Wahres dran sein. Nachdem klar wurde, dass die Bilder authentisch waren, erklärten sich viele Journalisten bereit, ihre Standpunkte zu diskutieren und ausreichend Beweise zu sammeln, um sie der Welt zu zeigen und schließlich einem der größten Mysterien unserer Geschichte ein Ende zu bereiten. Nummer 2. Im Jahr 2018 wurden einige sehr erschreckende Bilder und eine Geschichte veröffentlicht. Und Junge, das hat eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Denn es ist eine Geschichte des Staunens, die sich in eine Geschichte des Schreckens verwandelte. Auf einem amerikanischen Highway hält mitten in der Nacht ein Autofahrer an, weil etwas seine Aufmerksamkeit erregt hat. Und das war der Moment, als er anfing zu filmen. Dieser junge Mann begegnet einer Kreatur, einem Wesen, einem Gespenst, einem Alien oder was weiß ich. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein könnte. Allerdings war die Begebenheit höchst gruselig. Später wurde das Video in sozialen Netzwerken hochgeladen und ging in kurzer Zeit um die Welt. In dem gezeigten Video hört man die Stimme des Fahrers, der ziemlich erschrocken über das ist, was er da gerade gesehen hat. Der Fahrer versichert, dass da draußen irgendjemand unheimlich aussieht und schließt nicht aus, dass es sich um einen Geist oder eine gruselige Kreatur handelt. Es ist nicht bekannt, ob es nur ein Scherz ist oder ob alles wahr ist. Aber sicher ist, dass dieser junge Mann sehr erschrocken war über das, was gerade passiert war. Nummer 1. Lass uns nun über die Kreatur sprechen, die 2018 in Neu-Delhi, Indien gefunden wurde. Diese Entdeckung verursachte großes Entsetzen. Genug, um als virale Nachricht in allen sozialen Netzwerken und auf WhatsApp die Aufmerksamkeit und Neugierde des ganzen Landes auf sich zu ziehen. Die Nachricht behauptete, dass ein Außerirdischer im Bezirk Chandauli in Uttar Pradesh gesehen wurde und dass es eine Kreatur war, die weder Mensch noch Tier sei. Denn dieses Ding hatte die Hände eines Menschen und die Krallen waren wie die eines Hundes. Sein Körper war klein und sein Gesicht hatte zwar menschliche Ähnlichkeit, aber man merkte, dass dieses Wesen nicht zu diesem Planeten gehörte. Später in einer zweiten Veröffentlichung wurde öffentlich kommentiert, dass diese Kreatur von den Behörden eingesperrt wurde und dass sie im forensischen Labor der Banaras Hindu Universität aufbewahrt wurde, wo sie untersucht werden sollte. Aber was soll das jetzt alles? Nun, es ist weder wirklich ein außerirdisches Wesen, noch ist es ein Mensch, geschweige denn ein Tier. Das Ding ist nur ein Abziehbild. Ja, du hast richtig gehört. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein Werk handelt, das eine italienische Bildhauerin namens Lara Magnucco angefertigt hat, um es zu verkaufen. Es war alles nur ein Scherz, geschaffen, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich möglicherweise einen Moment lang zu amüsieren. Fazit? Eine ganz schöne Liste, nicht wahr? Nun, jetzt möchte ich, dass du mir sagst, welcher Beitrag dich am meisten beeindruckt hat. Ich kann sagen, dass der Fall des Aliens auf dem Vulkan meine Aufmerksamkeit sehr erregt hat. So sehr, dass es mich sogar dazu brachte, Aluminium und ein T-Shirt mit der Aufschrift I love Aliens zu kaufen. Ich meine, was ist, wenn sie kein Englisch verstehen? Dann muss ich wohl T-Shirts in allen Sprachen kaufen. Okay, aber bevor wir dazu kommen, warum gehen wir nicht zu den Kommentaren über? Diese Kommentare sind aus dem Video Tiere, die niedlich aussehen, es aber nicht sind. Nun, das ist alles für heute. Hinterlasse mir einen Kommentar, eine Frage oder eine Antwort auf eine der Fragen, die ich dir im Video stelle. Und du hast eine gute Chance, als nächstes dabei zu sein. Und jetzt sag mir, hat dir das Video auch so gut gefallen wie mir? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du informiert wirst, wenn ich ein weiteres tolles Video hochlade. Ich bitte dich auch, mir in meinen sozialen Netzwerken zu folgen, damit du mich ein bisschen mehr kennenlernen kannst. Ich lade dich auch ein, dir einige meiner anderen Top-Listen anzusehen, denn ich lade jeden Tag Videos hoch. Und jetzt geh noch nicht, sondern teile dieses Video, damit diese Familie die Welt dominiert. Hier ist Demented
Und bis zum nächsten Mal.